bitte, ich habe mich heute gar nicht aufgebracht. Mann! Dennis, ich... Mann, was mache ich denn jetzt? Verdammt! Der kann nicht mehr. Was ist denn los, Kim? Hast du Angst um deine Finger nicht, oder was? Quatsch! Hey, guckt euch die Zecke doch mal an. Der Typ hat genug. Ja, lange nicht genug. Wie bist du denn drauf? Hat die ihre Tage, oder was? Nicole? Hab ich nicht. Mann, aber der Assi hier blutet wie ein Schwein. Der muss doch eh gleich ins Krankenhaus. Na und? Nein, kommt raus hier. Sonst gibt's wieder Ärger mit dem Bullen. Ich hab keinen Bock darauf. Meine Fresse, Kim. Du bist so eine Spaßbremse, Alter. Ja, scheiße, Mann. Ist halt so. Hä? Auch wenn es am schönsten ist, ist doch klar. Also, kommt, ich schmeiß eine Runde Korn. Sie haben eine neue Nachricht. Oh Gott, das ist bestimmt Dennis. Erste Nachricht. Empfangen heute 8.24 Uhr. Hey, Süßer. Hey, scheiße, Mann. Also, mir geht's voll kacke. Oh, Mist. Ich habe gestern Nacht so ein paar Honks verprügelt, so. Scheiße, und ich war auch noch dabei. Richtig auf die Fresse. So Nazi-Typen, weißt du? Die sind einfach auf mich zugekommen, haben mich angeschrien und warum ich sie so anglotzen würde. Und dann ganz toll. Haben die einfach angefangen, mir auf die Fresse zu hauen. So ein paar Vollpfosten. Danke. Naja, also ich lieg hier im St. Marien-Krankenhaus, kennst du ja. Na klar, kenn ich das. Oder? Naja. Muss noch 2 Tage hierbleiben. Oh nein, so lange. Zur Beobachtung, aber wäre echt cool, wenn du mal vorbeikommst oder so. Also, bis dann. Melde dich doch mal. Das war Dennis. Fuck. Mann! Den Ersatzkolben bestellt? Ja. Ist voll teuer, kann ein paar Wochen dauern. Naja, dafür ist der Rest wenigstens fertig. Gib mal einen 8 darüber. Hier. War das geil gestern. Zeckenklatschen ist doch immer noch der geilste Sport, oder? Mhm. Ey, und wenn du nicht so einen Schiss gehabt hättest, Kim, dann gäb's jetzt eine Kakerlake weniger auf der Welt. Oh, ey. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass ich schon immer nach England wollte? Hä? England? Was willst du denn da über den Tommys, diesen Inselaffen? Oh, hör mal erstmal zu. Wenn ich die Ausbildung fertig hab und die Konsul fertig ist, dann setz ich mich auf mein Motorrad und hau ab. Ach ja? Du lässt dein Vaterland einfach so im Stich, oder was? Hä, was willst du denn jetzt? Nein. Mein Großvater war auch mal da. Pff, England? Ja, England. Na gut, aber nur... Wenn du mich mitnimmst, Fräulein, ja? Hä? Guck mal. Oh, Merle, schön. Meine Mama, mein Papa und unsere Nachbarn. Aber ich hab dir doch gesagt, dass es bei uns gar keine Neger gibt, hä? Komm, radier das mal weg. Hier. Kim, das ist ein Kindergarten hier und kein Callcenter. Ich dachte, du kommst vorbei und hilfst mir. Ja. So, Merle, den braunen Stift, den legen wir jetzt mal weg. Und du nimmst den hier, ja? Der hat so eine schöne, helle Fleischfarbe. So wie du und ich. Sieht doch viel gesünder aus. Du, Nicole? Es ist wegen Dennis. Was ist mit dem? Ach. Ey, Alter, erzähl oder hau ab. Naja, weißt du. So, Nicole. Oh, so ist es viel schöner, Merle. Toll. Dennis ist halt eher... Oh nee, scheiße, jetzt ruft er auch noch an. Ey. Na, der ist halt keiner von uns. Du meinst, der ist ein linksversiffter Gutmensch, oder was? Naja. Nee, ne? Der ist nicht eine richtige Zecke, oder? Ja, nein. Ach, Mensch, keine Ahnung. Alter, das ist nicht dein Ernst, Kim. Das ist ja fast so krank wie Arabervögeln. Boah. Weißt du, was passiert, wenn das die Kameraden mitkriegen? Ja, Mann, scheiße. Hast ja recht. Glaub, du spinnst. Hey, Kim. Oh, Mann, Dennis. Boah, was machst du hier? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Also, ich wollte mein Motorrad abholen, oder? Da, das steht draußen. Hier, der Schlüssel. So, 184,50. Sag mal, was ist mit dir los? Was soll sein? Hm?
Denkst du, du kriegst einen Freundschaftspreis, weil... Nee, ich habe einfach nur gedacht, dass du dich vielleicht meldest. Hast du meine Nachrichten bekommen? Ich habe jetzt echt keine Zeit, Dennis. Kim, ich lag im Krankenhaus. Ja, und ich arbeite hier. Also schieb mal die Kohle rüber und zisch ab, ey. Bevor... Bevor was? Bevor Ralf um die Ecke kommt und dir nochmal die Fresse poliert. Bevor... Na? Kacke, Dennis. Mann, jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Das mit uns... Das funktioniert doch eh nicht. Na, bevor ich dich rausschmeiß. Sag mal, ich... Sag mal, du hast eine Vollmacke. Hier. Wie viel? 184,50? Den Rest kannst du behalten. Tschüss.